Ja, servus Leute, heute mal wieder ein Video von mir nach längerer Abstinenz mal wieder, aber ich hatte einfach keine Lust, ein Video zu machen. Und das ist ja eigentlich auch ganz okay, weil wenn man keine Lust hat, soll man ja keine Videos machen, weil dann nimmt die Qualität ab und man merkt, dass der Mensch keinen Spaß hat und der da vor der Kamera rumhüpft und jo, das macht dann keinen Spaß, den Zuschauern dazu zu gucken und deswegen sollte man keine Videos machen, wenn man eben keinen Spaß an der Sache hat. Und so war es eben, ich hatte Stress und so weiter. Und ja, dachte ich mir auch irgendwie, ob ich vielleicht mal wieder was machen sollte. Aber dann hatte ich auch keine guten Ideen. Und jetzt kam mir der Gedanke, diesen Gedanken mal aufzugreifen und vielleicht da ein Video drüber zu machen. Und zwar aber in Bezug auf Fotografie, weil Bilder mache ich eigentlich auch relativ wenig. Und ist das normal, da mal eine Pause einzulegen? Ist das okay, eine Pause einzulegen? Ist es vielleicht gut, eine Pause einzulegen? Also die ganzen Fragen habe ich mir gestellt und hat natürlich relativ viel Stress um die Ohren, hatte einfach überhaupt keine Lust, überhaupt keine Motivation, irgendwie rauszugehen, irgendwelche Bilder zu machen oder sonst irgendwie. Oder auch nur mal die Kamera in die Hand zu nehmen. Irgendwie war ich immer anderweitig beschäftigt und kam eigentlich gar nicht dazu, irgendwelche Bilder zu machen. Gefehlt hat es mir in der Zeit eigentlich irgendwie nicht. Ich hatte ja eben, wie gesagt, einfach keine Lust dazu. Aber vielleicht kommt das ja auch irgendwann mal wieder. Und worauf ich eigentlich zu sprechen kommen möchte, ist, dass ich das in der Vergangenheit eigentlich auch schon so ein paar Mal irgendwie so im Winter und so einfach überhaupt gar keine Lust hatte, irgendwelche Bilder zu machen. Und das dann auch einfach gelassen habe, weil dann, wenn ich frustriert an die Sache rangehe, natürlich, Fotografie macht eigentlich eine Menge Spaß, aber manchmal hat man auch irgendwie so, oh, gar keine Lust irgendwie auf alles. Und dann bringt es eigentlich auch nichts, irgendwie sich da mit zu beschäftigen, weil wenn dann eben diese Ambition, diese Willenskraft an der Sache fehlt, dann kommt ja eigentlich auch nichts Ordentliches bei rum. Natürlich kann man jetzt auch sagen, kann man jetzt auch hergehen und sagen, ja, das steigert mir die Motivation. Vielleicht ist es auch so. Und das muss dann eigentlich auch wieder jeder selbst für sich entscheiden. Ich finde es auf jeden Fall völlig okay, wenn man sagt und man hergeht und sagt, ja, ich habe keine Lust, Videos zu machen, ich habe keine Lust, Bilder zu machen. Ich mache jetzt mal wieder völlig irgendwas anderes und beschäftige mich mit was anderem. Das ist völlig okay und vielleicht auch wirklich eigentlich gar nicht mal schlecht, da mal eine Pause zu machen und hat dann vielleicht später umso mehr neue Energie, irgendwelche Projekte anzupacken oder so. Und vielleicht auch irgendwas anderes mal zu machen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Vielleicht einfach mal in eine völlig andere Richtung zu gehen und völlig was anderes zu machen. Als Videos auf YouTube, Bilder und so weiter, je nachdem, was man machen will. So, das war's mit dem kleinen Denkanstoß. Ich möchte demnächst das Video zu den Lichtstimmungen, beziehungsweise was ist gutes Licht, nochmal neu aufnehmen, weil das Video, was ich vor roundabout etwas mehr als einem Jahr gemacht habe, eigentlich ziemlicher Mist war. Und ich habe da zwar einige meiner Meinung nach ganz interessante Ansätze drin, aber das Video ist einfach nicht so gut gewesen. Ich plane das Ganze nochmal neu aufzunehmen und da alle Punkte, die mir jetzt so einfallen, mal reinzupacken und dann vielleicht ein noch besseres Video draus zu machen. So. Das soll dann demnächst kommen. Das habe ich geplant an sich auf dem Kanal hier. Und dann mal schauen, was ich sonst noch so mache. Vielleicht mal Richtung Reisebericht oder sowas gehen, wenn ich mal wieder irgendwo fort bin, weil das wäre eigentlich auch so ein interessanter Punkt, wo ich gerne mal Videos drüber machen würde. Und so vielleicht mal zu Autos, irgendwas. Das interessiert mich eigentlich auch sehr, wo man noch sagen könnte, ja, kann man mal was machen, das wäre eine interessante Sache. Lasst mich mal eure Meinung zu dem Thema wissen. Und ja, das soll es mit dem kleinen, eigentlich relativ inhaltslosen Video gewesen sein. Was
mein Beweggrund war, dieses Video zu machen, ist eigentlich auch eher diese Frage mit den Denkanstößen. Ich finde es eigentlich immer ganz sinnvoll, auf YouTube sowas hochzuladen. Das machen die meisten anderen ja nicht. Und wen es sich interessiert, muss es sich ja nicht anschauen. Und wen es interessiert, so vielleicht so als kleinen Blog, Podcast-mäßig sowas dann zu machen, einfach mal über irgendwas diskutieren und so, schaue ich mir eigentlich sehr gerne an, auch bei anderen YouTubern. Und wenn ihr vielleicht selber einen YouTube-Kanal habt, könnt ihr sowas auch gerne machen. Also ich finde sowas auf jeden Fall sehr interessant. Einfach mal so die eigenen Positionen und Sichtweisen mit der Welt mitzuteilen. Und so, das finde ich eigentlich wirklich sehr interessant. Und ja, das Video möchte ich jetzt beenden. Oh, jetzt habe ich meine Tasse umgeschmissen. Salut!